Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch diese Rezension anschaut. Heute geht es um Battle Royale von einem Herrn Takumi. Da ich den Namen mir einfach nicht merken kann, auch nach Wochen nicht, werde ich ihn jedes einzelne Mal wieder ablesen. Wenn ich das Buch richtig umhalte. Koshun oder Koshun Takami. Ich weiß nicht, ich glaube, Caro, du kennst dich ein bisschen mit der asiatischen Gesellschaft oder Kultur aus. Ich leider gar nicht. Deshalb werde ich hier wahrscheinlich sehr viel falsch aussprechen und immer wieder Fehler machen. Das ist aber zugleich der erste Kritikpunkt, der aus der ziemlich beschränkten Sicht eines Westlers kommt. Ich hatte wirklich Probleme mit den Namen in diesem Buch. Das hat mich unheimlich verwirrt, weil ich mir diese Namen einfach nicht merken konnte. Das sind teilweise schwierige japanische Namen und zugleich sind sie manchmal so ähnlich, dass ich sie nicht auseinanderhalten konnte. Ein Riesenproblem fand ich das jetzt nicht, muss ich sagen. In diesem Fall, für dieses Buch, war es kein großes Problem, weil es ist relativ einfach gesagt, um was es da geht und viele Namen muss man sich auch nicht mehr merken, da dieses Buch einen Bodycount hat, der extrem hoch ist. Battle Royale ist, ich habe es schon an anderer Stelle mal gesagt, so eine Art Interpretation der alten römischen Gladiatorenbücher oder Filme oder Geschichten im Allgemeinen. Es ist hier so, es spielt leicht in der Zukunft, deshalb steht hier hinten auch Zukunftsthriller drauf. Japan gibt es nicht mehr, dafür gibt es aber das Großostasiatische Reich, das eine riesige Diktatur aus verschiedenen asiatischen Ländern geworden ist. Der Chef, der Diktator, wird einfach nur kurz der Diktator genannt, der hat also keinen Namen. Und die Menschen, die in diesen Ländern leben, die früher mal getrennt waren und jetzt eben Großostasien sind, die leben in einem faschistoiden diktatorischen System. Jedes Jahr wird eine neunte Schulklasse ausgewählt, die irgendwohin meistens auf eine einsame Insel verschleppt wird und dort gegeneinander kämpfen muss, bis nur noch einer übrig ist. Und das ist eben dieses alte Gladiatoren-Thema. Man kann sich nicht selber wehren, man hat diesen Weg nicht gewählt und man hat auch dieses Schicksal nicht gewählt, sondern es wurde einem von oben aufoktroyiert, man kann sich nicht dagegen wehren. Man ist jetzt in dieser Arena und man muss versuchen, derjenige Einzige zu sein, der die ganze Geschichte am Ende überlebt. Und so geht es auch allen, ich glaube 26 Schüler oder 28 Schüler sind es am Anfang, die eigentlich mit ihrem Bus zu einem Schulausflug unterwegs sind, dann aber plötzlich alle einschlafen, während der Fahrer des Busses eine Maske auf dem Kopf hat. Und dann wachen sie in irgendeinem Klassenzimmer auf, das sie nicht kennen und stellen fest, vor ihnen steht ein Lehrer, den sie nicht kennen. Und das ist sowas wie der Spielleiter, ein höchst sadistischer, böser Mensch, der ihnen erklärt, dieses Jahr seid ihr also die Klasse, die bis aufs Blut und bis zum letzten Mann buchstäblich gegeneinander kämpfen muss. Die Schüler sind schockiert und haben gar keine Zeit, sich von diesem Schock zu erholen, denn alle zwei Minuten wird ein Schüler aus dem Klassenzimmer gebracht, flieht und merkt dann, dass er auf einer Insel ist, die er natürlich auch nicht kennt. Und das geht so weiter, bis alle Schüler aus dem Klassenzimmer entlassen sind und in dieser Arena, in dieser Insel sind und eben gegeneinander kämpfen müssen. Das ist im Prinzip auch schon fast der ganze Inhalt des Buches, denn das Buch beschreibt immer wieder, wie einzelne Schüler sich gegenseitig umbringen, teils auf eine sehr brutale Art und Weise. Relativ abwechslungsreich, muss man sagen. Der eine kriegt so eine Gitarrenseite, der andere kriegt eine Maschinenpistole. Jemand hat eine kugelsichere Weste, andere kriegen bloß eine Gabel, buchstäblich. Es ist also nicht gerecht verteilt, ist es aber sowieso nicht, da jeder Schüler ja auch unterschiedlich ist. Sie bekriegen sich aufs Blut, bis am Ende eben einer übrig bleiben soll. Da ich jetzt nicht übers Ende sprechen möchte, lasse ich das so stehen. Das Buch ist immer wie eine Abwechslung zwischen Kampfszenen, wie einer oder auch mehrere Schüler aufeinandertreffen und sich umbringen. Meistens kommt keiner lebend davon, selten beide und häufig auch mal gar keiner. Das wird abgewechselt durch die Geschichte von einigen wenigen, die sich Takami da rauspickt und die für ihn wichtigere Protagonisten sind. Da gibt es zum einen, das ist der Hauptprotagonist, Shuya. Ein Junge, der ein ganz toller Sportler ist, was auf ungefähr jeder dritten Seite auch immer wieder erwähnt wird, dass er ein ganz, ganz außergewöhnlich guter Sportler ist. Und dieser Shuma, dessen Lebensgeschichte wird in
in Ansätzen, in Rückblenden erzählt, wenn er sich daran erinnert. Und das ist das, was sich immer wieder mit den Kampfszenen abwechselt. Also es gibt eine Metzelei, dann gibt es eine nachdenklichere Passage von Shuya und den wenigen, die eng mit ihm verbunden sind. Dann gibt es wieder eine Kampfszene, dann geht es wieder um Shuya, wieder eine Kampfszene und so weiter. Bis am Ende, kann man sich ja denken, was am Ende ist. Allgemein lässt sich sagen, dass sich Takami schon Mühe gibt, seine Charaktere ein bisschen tiefer gehend zu beschreiben. Also jeder dieser Schüler, der da auftritt, wie gesagt, es sind 26 oder 28, hat seinen eigenen Charakter. Und zu jedem wird auch versucht, relativ gut zu erklären und zu erzählen, was er ist. Das gelingt manchmal auch, also es klingt sogar häufig, würde ich sagen, gut. Auch wenn ich Probleme hatte, die Namen den Geschichten dann jedes Mal wieder zuzuordnen, weil man muss sich am Anfang wirklich fast 30 Namen merken. Das geht zwar schnell, dass die weg sind, aber trotzdem kommt man durcheinander, weil auch immer wieder über diejenigen gesprochen wird, die schon gestorben sind. Ich halte es, wie gesagt, in diesem Buch nicht für besonders dramatisch. Die Personen haben ihre eigenen Charaktere und haben ihre eigenen Lebensweise, haben auch ihre eigenen Ziele im Leben, haben ihre ganz eigenen Empfindungen. Sie sind aber sehr schemenhaft und sehr klischeehaft. Also gibt es zum Beispiel ein Mädchen, das ist die Verkörperung des Bösen, an der ist nichts Positives dran. Sie setzt alle Mittel, die ihr als Mädchen zur Verfügung stehen, ein und hat nichts Warmherziges, hat überhaupt nichts Menschliches mehr an sich. Und dann gibt es auf der anderen Seite Shuya, der so unglaublich gut und gottgleich ist, dass er wirklich fade und langweilig wird. Es gibt so ein, zwei mysteriösere Charaktere, bei denen man nicht so genau weiß, woran man ist. Aber es sind, finde ich, im Endeffekt konzentriert sich das auf einen, auf Shogo, soweit ich den Namen richtig ausspreche, der so ein bisschen mysteriös ist. Bei den anderen weiß man immer sofort, woran man ist. Und man weiß auch, wenn man die Beschreibungen liest und so es kurz vor dem Kampfgemetzel ist, weiß man eigentlich auch, wer derjenige ist, der den Kürzeren zieht. Und das macht die Geschichte ein bisschen langweilig. Was sie vor allen Dingen aber für mich langweilig macht, ist, dass die Raffinesse in diesem Buch völlig fehlt. Es sind sehr, sehr wenig eigene Ideen und sehr, sehr wenig eigene Gedanken von Takami da drin. Positiv herausheben muss man, dass er sich bei den Charakteren und bei der Beschreibung seiner Figuren Mühe gibt und die auch versucht, sehr liebevoll und sehr detailgetreu zu beschreiben. Aber sie sind eben relativ flach. Also man findet selten Menschen, die einen inneren Kampf austragen. Gerade relativ am Anfang des Buches eine Szene, die ich eigentlich ganz schön fand, wo ein Pärchen, was schon lange zusammen ist, beschließt, dieses Spiel nicht mitzumachen und gemeinsam den Freitod wählt. Und es gibt in diesem Buch natürlich, ist logisch, einige, die dieses Spiel aus sadistischen Beweggründen gerne mitspielen und ein großer Teil, der sich weigert und dieses Spiel eigentlich nicht mitspielen möchte. Das hindert leider die anderen nicht daran, die Guten umzubringen. Wie ich schon gesagt habe, ist mir das zu flach. Und ich finde, das Buch hat über 600 Seiten. Ich finde, bis Seite 300, so relativ bis zur Mitte, 320 oder was, hat das Buch auch wirklich seinen Reiz. Ich finde es irgendwie spannend und schön, aber ab da fängt es an, sich nur noch zu wiederholen. Und das ist leider immer das Gleiche. Es liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dass es immer das Gleiche ist. Aber hier wäre, finde ich, der Schriftsteller gefragt, indem er seine eigenen Ideen so einbaut, dass das Erwartbare eben nicht so erwartbar ist und dass neue Aspekte reingebracht werden. Ich habe in meinem Blog einen langen Artikel über dieses Gladiatorenkampf-Thema geschrieben und es da auch mit anderen Büchern verglichen. Man muss sagen, dass der Heine Verlag, in dem dieses Buch auf Deutsch erschienen ist, in der ersten Version, die schon deutlich älter ist als diese, die ist von 2012, ich glaube, die erste ist von 2006, damit wirbt, zu sagen, es ist sowas wie der Herr der Fliegen. Das ist falsch. Und das finde ich auch ziemlich unverständlich, wie Verlagsmitarbeiter auf so eine Parallele kommen. Weil mit dem Herrn der Fliegen hat dieses Buch nichts gemeinsam, bis auf den Punkt, dass Kinder sich gegenseitig töten. Und das kann man nicht als allgemeingültige Gemeinsamkeit nehmen. Es hat sehr, sehr wenig mit dem Herrn der Fliegen zu tun. Der Herr der Fliegen, bitte, wenn ihr Interesse habt, lest den Artikel, hat eine ganz andere Herangehensweise, hat auch eine ganz andere Grundproblematik. Im Herrn der Fliegen gibt es keinen Diktator, der diese Gruppe auswählt. Sie werden auch nicht gezwungen, irgendwo hinzugehen, sondern sie landen durch einen tragischen Unfall, nämlich durch einen Flugzeugabsturz da.
Die Grundthematik des Buches ist es eben auch nicht, dass diese Kinder gegeneinander antreten müssen. Sie tun es, weil sie versuchen, ihre Gesellschaftsform irgendwie zu etablieren und weil jeder von den Kindern, und die sind alle auch noch deutlich jünger, versuchen herauszufinden, was richtig und was falsch ist. Der Herr der Fliegen ist ein viel brutaleres Buch als Battle Royale. Das liegt nicht an der Szenerie von Battle Royale. Dieses Umgebringe und Niedergemetzel und Abgeschlachte ist grausam, aber es ist eben so erwartbar, dass es mich zum Beispiel nicht berührt hat. Es war halt, ja, okay, man liest das halt, da stirbt jetzt wieder einer, da kriegt einer einen Schuss in den Rücken. Das ist so abgearbeitet, dass es nicht wirklich eindrücklich ist, zumindest für mich. Beim Herrn der Fliegen ist das sehr, sehr eindrücklich. Auch die Szenen, die weniger brutal sind als hier bei Battle Royale, sind viel bedrückender und viel verstörender. Und ich finde es, an dieser Stelle sage ich das ganz ehrlich, dass es anmaßend ist, diesen Roman mit Herr der Fliegen zu vergleichen. Herr der Fliegen ist ein Buch, was ich zweimal gelesen habe. Das erste Mal bin ich bis zu einer gewissen Szene gekommen. Ich war da noch ziemlich jung und konnte es nicht weiterlesen, weil ich konnte es nicht mehr. Beim zweiten Mal habe ich es zu Ende gelesen und auch da habe ich mich durchgequält. Ich kann nicht sagen, dass ich Herr der Fliegen gerne gelesen habe. Ich habe es überhaupt nicht gerne gelesen und mich hat es geärgert, dieses Buch. Aber ich muss anerkennen, dass es ein wichtiger Roman ist und dadurch, dass der schon alt ist, nämlich aus den 50ern, also wirklich ein altes Buch, und seine Brisanz immer noch mitreißend und anfassend ist, kann man diesen modernen Klassiker und als solch erzählt Herr der Fliegen nicht mit diesem Buch vergleichen. Das ist anmaßend. Battle Royale ist sicherlich für Insider und für Fans ein großes Buch. Die Filme sind für viele auch bestimmt was Tolles. Ich habe den Film nicht gesehen. Bis zur Hälfte war Battle Royale, fand ich, wirklich ein unterhaltsames, wenn auch nicht besonders anspruchsvolles oder schriftstellerisch auf hohem Niveau geschriebenes Buch. Aber ab der Hälfte hat es sich so stark angefangen zu wiederholen, dass es mir schwer wurde. Ich habe es trotzdem zu Ende gelesen. Ich würde das Buch auch nicht als ein Zwei-Sterne-Wegwerf- oder Zwei-Sterne-Beiseite-Leg-Buch bezeichnen. Bücher schmeißt man ja nicht weg. Aber der große Wurf war es für mich absolut auch nicht. Hinzu kommt, dass ich bin eigentlich sehr schlecht da drin, immer schon zu wissen, wie Bücher ausgehen. Ich liege meistens falsch. In diesem Fall lag ich ungelogen nach Seite 30 richtig. Ab Seite 30 wusste ich, wie das Buch endet und genauso hat es auch geendet. Zum Schluss noch der Zusatz, dass dieses Buch in der 2012er Ausführung, das ist die ich habe, damit geworben hat, man sieht es hier ganz klein, dass dieses Buch da weitermacht, wo die Tribute von Panem aufgehört haben. Auch das ist ein Unsinn, aber anscheinend braucht es immer unbedingt irgendwelche Vergleiche auf Büchern, irgendwelche blöden Aufkleber, um diese Bücher zu verkaufen. Es macht nicht da weiter, wo die Tribute von Panem aufgehört haben, sondern es ist was sehr Ähnliches wie die Tribute von Panem. Zu dem Herrn der Fliegen hat es für mich wirklich fast gar keine Ähnlichkeit. Es ist nicht vergleichbar. Mit den Tributen von Panem könnte man es vergleichen, aber auch da würde Battle Royale am Ende den Kürzeren ziehen. Die Tribute von Panem waren viel liebevoller gestaltet. Die Welt war viel schöner gemacht. Das politische System war viel besser skizziert. Die Personen hatten viel mehr Eigenheiten. Die haben viel mehr mit sich selber gerungen. Es waren viel mehr Wendungen in diesem Buch drin. Das ist ein Buch praktisch ohne nicht zu erwartende Wendungen. Es gibt Wendungen, aber die sind erwartbar und die sind auch relativ deutlich. Während bei den Tributen von Panem die Wendungen schon nicht immer sofort erkennbar sind und nicht immer sofort vorhersehbar sind. Die Figuren, habe ich ja gerade gesagt, ringen mit sich und arbeiten an sich und ändern sich auch. Hier ändert sich nichts. Hier ist jede Person im Prinzip vom Anfang an die es bis zum Ende bleibt. Ich will das Buch jetzt auch nicht völlig in Grund und Boden reden. Ich muss aber sagen, dass mir da sehr viel gefehlt hat, um es zu einem guten Buch zu machen. Ich habe es in meinem Blog verglichen mit dem ersten Teil von Red Rising, mit Herr der Fliegen und eben mit den Tributen von Panem. Wenn euch das interessiert, wenn ihr die Zeit habt, lest es doch mal durch. Ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.